Liebe Leute, also im Nachgang zur Aequana-Affäre, was mir so beim Grün einfällt, besonders bei Frau Schulze, das ist die Dame, die gerne sich mit Eis abdichtet, immer, ich glaube, Los Angeles fliegt, wann Eis ist. Das ist das Einzige, was ich von ihr kenne. Sie ist blond, sie ist sympathisch aus, so ich kann nicht mehr sagen, dass sie gerne Eis isst. Aber wofür steht sie denn? Für eine Quote. Ach so, beim Grün. Mir auch nicht. Mehr weiß ich von dieser Dame nicht. Also tut mir leid, also dass sie Fraktionsvorsitzende ist. Also das sind so. Aber für welche Inhalte oder für welche Themen sie steht, weiß ich nicht. Also ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es nicht. Wenn sie nicht weiß, was sie, wofür sie steht. Oder ich weiß es nicht. Also. Also da frage ich mich mal, wozu ich die Sache noch fühlen soll. Wenn ich mir noch die Wahlplakate angucke. Oma will für mich. Oder Mutter will für mich. Oder in meinem Sinne. Also wo sozusagen Kinder sagen. Tut mir leid, Stellvertreterwahl haben wir nicht. Also die ist im Grundgesetz gar nicht vorgesehen. In der Verfassung in Bayern sicherlich auch nicht. Da kann man nur eins machen. Das einfach nach dem besten Wissen und Gewissen wählen. Was halte ich für richtig? Und das ist nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, na klar, dicken wir uns an unsere Kinder und unsere Nachfahren. Das ist kein Thema, aber tut mir leid, also, was ist das da für eine Aussage? Oma will für mich oder in meinem Sinne, also, was ist das denn für eine Aussage? Also, was soll das denn beinhalten? Also, das Einzige, was mir Kinder und Grünen noch einfällt, ist, in 18, wo Herr Trittin eine Pressemitteilung zu verantworten hat. Sex mit Kindern. Wenn sie ohne Gewaltandrohung stattfindet, ist das also straffrei bleiben. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ne? Also wollen wir jetzt diese, also tut mir leid, also vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber das ist so, wo ich sage, was ist das für eine Aussage? Bitte wählt für mich oder warum? Ne, also, das kennen Sie mir, das ist mir bis jetzt nicht ergründlich. Also, vielleicht können ja das die Grünen bei uns mal ein bisschen näher erklären. Ne, also, Leute, in diesem Sinne, denkt mal drüber nach. Wieso, weshalb, warum die das so machen.